Fräulein Helga, wir wollen jetzt nicht mehr gestört werden. Sehr gern, Herr Kommandant. Na, kleines Blondchen, geht's gut? Es geht, Herr General. Meine Herren, ein bisschen Öl zwischen die Lamellen schießen. Lass uns den Unsinn, kommen wir zum Geschäft. Ja, natürlich, dann kann ich ihn wenigstens alleine saufen. Also, bereiten Sie alles vor, wir werden dann Ihre Gefangenen vorübergehend in einem anderen Lager unterbringen. Ja, nicht wahr. Wann meinen Sie, wären Sie umzugsbereit? Nur die Reifen auf Pumpenöl nachfüllen, ich werde Ihnen dann Bescheid sagen. Fein. Der Angriff war doch aber ein kompletter Fehlschlag. Ja, wo's haben wir denn? Die haben die Messerschmitt-Fabrik kurz und klein geschmissen und dann sind sie auch noch getürmt. Also ein echter Fehlschlag. Das ging voll in die Hosen. Warte! Was ist denn los hier? Hoch hier hin, oder was? Das stinkt ja hier, als wenn die Oma auf dem Sofa brennt. Weiter zurück! Ach, dieser Scheißstiefel bringt mich noch um. Sowas. Sowas ist denn da, Sigulli? Ach nee, Tunnel, ja. Haben sie alle geschafft? Jawohl, Herr Kommandant. Na, nur sieh mal einer an. Nach dem Schuster könnt ihr die Schnauze hauen. Ja, genau. Ich meine, was weiß ich, was die Gefangenen tun, gell? Scholz, sind Sie etwa nicht der Meinung, dass ich ein außergewöhnliches Lager leite? Oh, ja, furchtbar ist es. Ein unheimliches Lager. Ja, Jungs, ich hab zu tun. Also... Nee, nur keine falsche Hass. Sie bleiben da stehen, sonst qualmt's nämlich. Was wohl? Ein Franzose? Soll einem Deutschen Befehle geben, was er zu tun hat? Das ist doch nicht in die Wolken zu blasen. Feuer macht Flammen, nicht wahr? Und dann stellt der Burghalter diese fette Sachertorte noch Fragen, dann sind wir am Arsch. Und Feuer hinterlässt Asche. Das fette Ass ist schneller, als ich dachte. Burghalter wird gleich hier sein. Nur was ist denn das hier? Wir bringen wie befohlen das Boot weg. Was denn Sie? Halten Sie mich für so dämlich, wie ich aussehe. Sie verlassen das Lager und flitzen dann. Und machen einen Segelturm. Sie beschämen mich, Hogan. Noch nie gab's sowas in meinem Lager. Kein Ausbruch, kein Leistenbruch, gar nicht. Ist mir doch scheißegal, was der Anlass. Wessen Geburtstag? Na, wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Menschenskind, Keitel, natürlich machen wir das. Auf Wiedersehen. Was? Ja, ja, sicher heil. Na, nun, er hat aber auch Zeit. Wo ist denn mein Einglas? In Ihrem Auge. Sie haben's nicht losgelassen. Muskelbeherrschung verpasst. Schulz, Sie blöder Hund, Sie! Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab nichts gesehen und nichts gehört. Sabotage hier. Versucht doch einer, mich umzunieten. Ich werde meinen Vorgesetzten gegenüber Ihren Namen lobend erwähnen. Das lassen Sie lieber, die kriechende Kretze, wenn Sie meinen Namen hören. Kleiner Schatz. Also, direkt hinter der Baracke 5 ist eine Scheune. Da können Sie Ihren Laster mit Inhalt verbuddeln. Habe ich Ihre Erlaubnis zu einer Durchsuchung? Oder muss ich über Ihren Kopf hinweg zu General Burghalter gehen? In meinem Lager können Sie Hals, Bums, Furze, Rosa durchsuchen, was Sie wollen. Und falls Sie hier auch nur 1 Gramm von dem Golde finden sollten, dann können Sie mich erschießen und auch noch dazu nach Russland schicken. Ja, den Pinschern vielleicht, aber was ist mit Burghalter? Ach, meinen Sie etwa General Burghalter? Er belobigte mein Lager an höchster Stelle, keine Zwischenfälle, keine Ausbrüche. Und wenn ich Burghalter nun genauso wenig traue wie Ihnen, was sagen Sie dann? Nur Scheiße, Burghalter ist doch ein hohes Tier. Ich traue niemandem. Nicht Ihnen und nicht meiner Mutter. Also bei so einem Sohn, da traue ich Ihrer Mutter genauso wenig. Da haben Sie recht. Außerdem suchen wir was und das werden wir auch finden. Das spürt Leben auf. Dieses Gerät hört den Herzschlag eines Wurms auf 100 Schritte. Wir haben ja keine Würmer, es sei denn, es hat einer den Bandwurm nicht an. Indem man sich selbst ausgibt als Partisan. Also da verbiegt sich doch der Löffel im Kaviar. In nicht mal einer Woche habe ich schon Kontakt zu diesen Leuten aufgenommen. Bonacelli? Italiener? Das würde ich sagen. Der wird hergeschickt von Capezio, um zu lernen, was Disziplin bedeutet. Und Organisation, das können die Spaghettifresser nicht so. Und so einfach hatten Sie Ihre Tricks? Herr Kommandant, zunächst einmal wird gegrüßt, nicht wahr? Ist recht. Die Küche würde gern wissen, was Sie und Ihr Gast essen möchten. Io desidero mangiare antipasto, minestrone e pasta al dente. Das kommt nicht in Frage. Wir essen eine Kartoffelsuppe, gekochte Kartoffeln, Kartoffelpfannkuchen, Sauerkraut und sauren Braten. Da staunt er, was? Ja, zu Befehl, Herr Kommandant. Nun, was ist denn Langenscheid? Ich heiß doch Langenscheid, Herr Kommandant. Und du, Töne, nennst dich deutscher Schäferhund und findest die Männer nicht. Er tut sein Bestes, hat er damit gemeint. Die Töle ist zu doof, um eine Dose Hundefutter zu finden. Das meinst du doch gar nicht so. Du bringst es weg. Schulz, ich glaube das einfach nicht. Meine Männer finden nicht mal 1 von 10 entflohenen Gefangenen wieder.
11, genauer gesagt, mit dem Spaghetti. Trampeln Sie doch nicht noch in der Wunde rum? Herr Kommandant, vielleicht soll ich mal draußen nachschauen, gell? Sie finden doch ohne Bierpferde nicht einmal das Lara-Tor nicht an. Augenblick mal. Ich hatte auch mal einen Onkel Karl, das war ein selten dusseliges Luder. Der hat seine eigene Katze gefressen, nur um seiner alten Hitze auswischen zu können, nicht wahr? Na, wenn... Auch wenn Sie glauben, Sie haben eine Pfeife vor sich, verbitte ich mir das Pfeifen. Ich möchte eher sagen, dass Sie was haben. Na gut, dann einigen wir uns darauf, dass wir beide was haben. Ist das fair? Sie haben einen Humor wie geschälte Zwiebeln. Es treibt einem die Tränen in die Ohren und das hab' ich nie allzu gerne, weil dann meine Scherbe beschlägt und ich nichts mehr sehen kann, nicht wahr? Andruslau? Mhm. Stalag 18. Kommandant Schweinbrunner. Ein Widerling, sag ich Ihnen. Vorne fett wie eine Blutwurst und hinten platt wie eine Pizza. Er hat nur Schwein, dass er ein schwacher Himmlers Friseur ist. Soll er dem doch die Bude unter dem Arsch anzünden? Das könnte schon sein. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist los hier? Und außerdem werde ich die schlampige Disziplin und Lachsheit nicht länger hinnehmen. Nehmen Sie sich gefälligst zusammen oder raus hier. Was, raus hier? Wohin denn? Wirklich gesprochen. Nun, darf ich mal um die alte Muffelkutte bitten? Wir haben ja geheizt hier. Darf ich Sie noch mal daran erinnern, Klink? Der Besuch ist nicht inoffiziell, sondern offiziell. Nur freilich, der dicke Burkhalter wird doch seine Plauze nicht inoffiziell herbemühen. Freilich. Machen Sie sich keine Sorgen. Und jetzt schlucken wir erst mal eine Treppe, nicht wahr? Ja, französischer Cognac. Wie kommt das, dass der so gut ist? Das wird daran liegen, dass er angeerntet aus Frankreich kommt und so. Also wie ich schon sagte, ich habe die Fähigkeit, außersinnliche Wahrnehmungen wahrzunehmen. Eine Art sechster Sinn, man nennt es Psi. Und seitdem bin ich frei wie ein Hering ohne Salz. Ihnen fehlen ein paar Tassen in der Kredenz. Ein paar Tassen? Naja, in so einem Lager wird eben viel geklaut. Übrigens, wie wär's mit einem Stückchen polnischer Wurst oder norwegischen Sardinen? Aus Dänemark hat Stähnchen Käse. Der Kurzbalken stammt aus Deutschland. Wir sollten demnächst Kuba einnehmen.